Willkommen zurück bei Timeout Racing. Ich bin der Sven und wir begleiten Rupert Motorsport während den kommenden Tagen an der Dakar 2024. Es ist Dienstag, 9. Januar, 10 Uhr, wir sind entspannt. Hier hatten eine Nacht im Hotel und jetzt geht es wieder weiter. Mehrere hundert Kilometer bis ins nächste Camp. Jetzt geht's gut. Hier an die Strecke gekommen von den schnellen Fahrzeugen. Wir haben jetzt den LKW an der Straße stehen gelassen und gehen dort zu Fuß durch die Dünen oder durch den Sand. Dünen sind es noch nicht. Also dem Rudi war das Laufen zu anstrengend. Er hat umgedreht und hat unseren Service-LKW geholt und fährt jetzt. Und ich gehe zu Fuß. Was für ein Abenteuer. Ich habe es vorher schon gesehen, dass er gewendet hat. Und er ist, glaube ich, am Anfang stecken geblieben. Ich habe gedacht, ich sage mal nichts vor der Kamera. Aber es hat ja dann geklappt. Super spannend. Ich habe es auch bald geschafft. Zum Glück steht unser LKW da. Also für die Rückfahrt steige ich da definitiv ein. Aber es geht dann auch runter. Das ist auch einfacher. Für die Zuschauer, die neu dabei sind bei uns, dieser LKW ist schon mal die Dakar mitgefahren als Fast Assistant, also in der Wertung. Das ist ein voll kompatibler Renntruck. Thank you.
So, jetzt wird es spannend, ob wir da wegkommen. Rudi wird das perfekt meistern. Hi. Schauen wir mal, was ist denn das für Sperre? Du siehst es ja da auch. Ja, da schauen wir. Sauber gemacht! Warst du nervös? Erfreut. Warst du nervös? Naja. Jetzt habe ich mich nicht mehr verschalten. Von der Kleinen auf die große Gruppe war das ein Problem und da bleibst du sofort stehen. Weil der Sand dich so herbrennt. Aber jetzt ging's. Sperren. Alles gut? Sperren. Es ist jetzt 10 nach 4, circa 20 Kilometer vor dem Camp, haben wir noch einen Anruf gekriegt von Daniel Vetter. Ihm ist der Sprit ausgegangen und jetzt pumpen wir da vom LKW mit einem ganz kleinen Schlauch den Diesel in das Auto. Wir brauchen heute ja noch eine Nummer und ich würde sagen, wir nehmen die 25. Ist die Nummer für die Verlosung der Caps von heute, 25. Das ist das Einzige, was wir bei uns gefunden haben, so der Durchmesser. Jetzt fließt da der Diesel. Wir sind in Al-Hofuf im Camp angekommen. Es ist ein anderes Layout als sonst. Ich zeige euch das mal. Sonst ist es immer quadratisch oder rechteckig. Und jetzt muss ich mich da zuerst wieder zurechtfinden. Hier das Auto von Yazid. Er hat ja auch uns zwei Caps unterschrieben. Aktuell auf Platz 1. Also, wenn ihr das bis ins Ziel fährt, dann habt ihr die Möglichkeit, ein signiertes Cap von Dakar-Gewinner 2024 zu gewinnen. Von daher wünschen wir ihm viel Erfolg. Timo ist der Beifahrer. Wir haben neue prominente Nachbarn bekommen. Toyota Gazoo Racing steht gleich neben uns. Es sind noch nicht alle Fahrzeuge da. Zwei stehen da.
Problem ist hier, jetzt fahre ich noch eine Klärung, muss hier den Keil rausbringen. Ja, weisst du. Wir sind noch nicht los. Da hinten ist voll gekommen. Die letzten paar Minuten, bevor Christian, Matti und Ursi kommen. Heute gibt es Chili con Carne aus der Rennküche. Und ein bisschen Fladenbrot. Zack, zack, zack. Servus! Du strahlst, das freut uns, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Christian, wie war der Tag für euch heute? War gut, war schön, hat Spaß gemacht, war jetzt, meine sind erst 4 Etappen, aber war die schönste bisher, sehr schnell, aber schön zu fahren, zügig, flüssig, nicht immer Querrollen und Wellen und Zeugs und alles. Und eher sandig oder steinig? Sehr gemischt. Also nicht ganz so sandig wie gestern. Viele Steine, Geröllfelder auch wieder mit dabei. Aber im Großen und Ganzen gut zu fahren. Haben heute auch richtig Spaß im Cockpit gehabt. Das spielt sich ein alles. Mit den beiden, wer wann was zu sagen hat, was ich brauche. Ich wiederum, auf wen ich wann zu hören habe. Also haben wir alle drei festgestellt, unabhängig voneinander, dass heute die Stimmung richtig gut war. Am LKW soweit alles in Ordnung? Ich denke ja, unser Sorgenkind vorne rechts, diese Reifenfüllanlage ist irgendwo undicht. Wir haben jetzt abgedreht, heute früh haben wir gesehen, dass er relativ platt war. Zum Aufpumpen und Ablassen geht es, aber wir müssen halt dann immer das Ventil schließen. Wann seid ihr heute Morgen abgefahren? Um 8.01 Uhr. 8.01 Uhr, okay. Ja, ja. Und ich soll noch lachen und schöne Grüße an die Kettereis, die wissen dann Bescheid. Bei Daniel Vetter ist das Differential vorne defekt. Also der genaue Defekt ist noch nicht bekannt, glaube ich. Es geht darum, jetzt mal das auszubauen und anzuschauen. Daher wird das jetzt säuberlich alles vorbereitet, ausgebaut. So, am Differential haben sich Schrauben gelöst, also nicht irgendwelche Zähne abgefranst oder so, sondern Schrauben gelöst, aber jetzt wurde ein Ersatz, oder jetzt wird ein Ersatzdifferential montiert. Jetzt müssen wir so wie reinkippen. Es ist 8:30 und natürlich solche Arbeiten gehen dann von der Schlafzeit weg und morgen ist auch für Sie früh abfahren angesagt. Bei Steve ist ein Riemen gerissen. Jetzt wird da geschaut, ob die entsprechenden Ersatzteile, die korrekten Riemen da sind. Was würden wir tun ohne Internet? Auch ein Ritual, wenn sie zurückkommen, ausblasen. Und Staub. Das ist mit unserem Schlafzimmer. Genau. Und dann wird das Bett gemacht.
Jetzt kommt der manuelle Slide-Out dran. Das ist einfach eine Plane, die den Raum erweitert, weil sonst eigentlich zu wenig Platz in der Box hat für drei Personen und das Material, das sie sonst noch dabei haben. Das Prozedere gibt es jeden Abend und jeden Morgen wieder den Abbau. Wie würde es klingen, wenn es falsch klingt? Blecherner, scheppernder. Okay. So, wenn alles fest ist, dann hörst du als wenn du das normale Metall klopfst. Das geht am schnellsten. Dann kann man jetzt alles einzeln durchprobieren. Wir stehen hier beim Auto von Lukas Lauda und Stefan Henken. Der Sepp, der Mechaniker, also sind zwei Mechaniker auf dem Auto, hat mir gesagt, heute gibt es viel Arbeit. Turbowicke wechselt, Getriebe wird angeschaut. Ich hoffe, dass ich da zeitlich euch mitnehmen kann. Lukas, du bist im Camp gut angekommen mit Stefan. Erzähl doch uns ein bisschen über die Etappe gestern. Ihr habt ja dann eine Marathon-Etappe gehabt mit Übernachtung ohne Service und heute nochmal eine lange Etappe. Wie lief es für euch zwei? Also gestern die Etappe hat richtig Spaß gemacht. Ich habe sie genossen eigentlich von Anfang bis Ende, obwohl es 460 Kilometer waren, lang. Aber war richtig schön, große Dünen drin. Wir haben richtig Spaß gehabt und konnten am Ende, habe auf die Reifen einfach aufgepasst und mit alle heilen Reifen reingekommen. War meine neue Taktik jetzt, keine Reifen kaputt machen und dafür am Ende pushen. Ganz gut, dann hatten wir 2 Stunden Service. Dann mussten wir in der Nacht 170 Kilometer fahren, kamen in einem Camp an, also quasi dann Tag für mich und dann im Zelt schlafen. War ein bisschen kalt, wenn ich ehrlich bin, also sehr kalt. Die Nacht war eigentlich furchtbar, wenn ich ehrlich bin. Es war saukalt und der Schlafsack war zu dünn, den sie gegeben haben. Und ja, dann sind wir nochmal in der Früh wieder 2 Stunden hier so gefahren und dann 300 Kilometer Etappe. Die war heute ein bisschen langweilig. Mir kam vor, wie wenn es wer andere gemacht hätte, das Roadbook heute. War es sandig oder steinig? Der Anfang war schön und dann war es eigentlich immer so ein Gehacke. Immer rauf, runter, links, rechts und da ist der Staub immer wieder. Es ging. Es war nicht so eine schöne Etappe, aber wir sind heil angekommen und sind, glaube ich, auf Platz 18 jetzt und arbeiten uns langsam nach vorne. Gratulation, ja, ist gut. Die Leistung von deinem Fahrzeug, hast du da immer ausreichend oder wärst du da teilweise froh, wenn es ein bisschen mehr wäre? Ja, auf den langen Geraden, wenn man ehrlich ist, könnte man schon mehr Leistung haben. Was fahren. Fährt die da für? Wir fahren 135, ist Topspeed. Ist geregelt, oder? Ja, aber ist schon in Ordnung. Es geht schon gut ab. Du hast mir im Vorfeld gesagt, es ist anstrengend. Wie fühlst du dich? Was machst du gegen diese gegen diese Müdigkeit? Also ich habe so vom Powerbar so Koffeinshots, die ich nehme vom Start normalerweise und probiere so viel wie möglich zu schlafen, wenn es geht. Aber es geht schon. Schwierig ist die Konzentration so lange, weil wir sind teilweise bis zu 10 Stunden im Auto. Du hast kaum Pausen dazwischen, aber es geht. Ich glaube, wenn man einmal zum Restday kommt, dann wird es leichter. Wie geht's mit dem Schlafen? Kannst du gut einschlafen? Kommt da fahren ab und zu, geht ein bisschen der Kopf und denkt nach und macht und ey, was hätte ich besser machen können, was anders. Aber es geht relativ gut. Wenn man gut erschöpft ist, geht das schon. Zusammen mit dem Stefan, ihr seid ja ein eingespieltes Team. Ist das von der Navigation her dasselbe wie auf den anderen Rallyes, die ihr schon zusammengefahren seid? Nein, ist schon ein bisschen anders hier. Mit den Waypoints
Also das ist, du musst ihn wirklich anfahren, darfst nicht cutten, also du musst ihn wirklich holen, bevor er kommt. Staub nicht einfach, das Navigieren, weil viele Spuren hier weggehen, weil sie auch viele vorher verfahren. Es ist schon schwieriger, das ist eine andere Nummer. Also in Griechenland ist es leichter, das Navigieren, glaube ich. Weißt du schon etwas über die morgige Etappe? Ich weiß nur morgen, dass die Etappe morgen nur 100 Kilometer lang ist und eine Liaison von 600 haben. Oh nein. Und auch, geht ihr auch früh raus? Also wir haben einen sehr frühen Start. Ich habe keine Ahnung, ich habe ineinander geschaut. Noch keine. Gut. Super, dann danke für deine Zeit und morgen Dankeschön. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Hallo, servus. Marathon-Etappe vorbei. War ziemlich lange, 2 Tage. Wobei heute war eigentlich viel mehr die Verbindungsetappe als wie die Sonderprüfung wirklich. Wobei es war sehr, sehr schwer zum Navigieren, sehr schnell. Es waren 299 Kilometer Sonderprüfung. Schwierig zum Navigieren, hat sich glaube ich jeder verfahren. Habe leider einen Wegpunkt verpasst, habe 10 Minuten Strafzeit kassiert. Mein Pech leider. Merken wir auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall besser drauf auf. Von vorne her selber war es richtig cool. Zum Schluss war noch so ein Dünenfeld drinnen und da waren extrem viele Zuschauer. Also das war richtig cool. Du bist eigentlich um die Zuschauer herumgefahren und dann ins Ziel rein. Also das hat schon echt Spaß gemacht und zeigt halt auch irgendwo, wie sehr sie da unten fanatisch sind. Und war wirklich cool auf jeden Fall. Habe heute eine Medaille ausgefasst, die Dakar Dream Medaille, weil ich bei der Malemoto-Kategorie dabei bin, unter 30 und einfach den Traum von der Rallye Dakar verwirkliche. Und das haben sie gesagt, das wollen sie ehren sozusagen. Haben sie immer ein paar Leute, wo sie verschiedene Preise haben. Und den habe ich ausgefasst. Ich habe den Dream of Dakar sozusagen, lebe. Gratulation. Danke. Wie geht's dem Bike? Alles in Ordnung? Bike, alles super, tipptopp. Heute nochmal Ölwechsel gemacht, Reifen gewechselt. Morgen ist nochmal sehr kurz, also lange Verbindungsetappe. 520 Kilometer und 128 Kilometer gezeitete Wertung, weil dann übermorgen haben sie die 48 Stunden Chrono Stage. Wie genau das ausschaut? Ich glaube, das weiß noch niemand, oder? Es ist so. Ich habe auch schon mit vielen gesprochen und jeder sagt, weiß ich nicht. Es ist so, also wir müssen innerhalb von 48 Stunden bis 16 Uhr dürfen wir fahren und bis dahin müssen wir 570 Kilometer Sonderprüfung hinterlegen. Sie haben 8 Fahrerlager aufgebaut und wenn man bis 16 Uhr nicht im Ziel ist sozusagen, muss man eines der Bivouacs sozusagen anfahren, da übernachten und am nächsten Tag die Stage fertig fahren. Also ungefähr so. Wenn die dann fertig ist, werden wir zurückgeflogen nach Riad für den Restday. Ungefähr so. Ganz und, genau weiß ich es auch nicht. Und dein Bike vermutlich auch, oder? Das wird zurückgeliefert. Also okay. Da sind die Transporter unten und das wird zurückgeliefert. Aber da kann ich euch dann in 2 Tagen mehr sagen. Gut, dann wünschen wir dir morgen viel Erfolg und die kommenden Tage bleib fit und stabil auf dem Bike. Danke auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Bin allzeit bereit, beantworte alle eure Fragen gerne. Danke. Matze, was ist hier das Thema? Ja, die haben uns runtergeflogen. Da kann man schon alles entspannen, aber der neue ist immer noch zu kurz. So, das Auto von Seth. Toyota Gazoo Racing wurde ins Zelt reingezogen. Jetzt wird da zugemacht. Ich glaube, die wollen da in Ruhe arbeiten oder dass man da gewisse Sachen nicht sieht. Bei Overdrive scheint gerade Abendessen zu sein. Da wird nichts gearbeitet. Alle Fahrzeuge sind da. Da ein bisschen wird gearbeitet. So, beim Auto von Lukas ist man auch schon weiter.
andere Rad fehlt. Peugeot, die von Adi und Ernst. Der ist 2022 auch schon mitgefahren. Alles ein wenig zusammengeschlagen hat. Da die Ansaugbrücke wird ein bisschen heiß. Deshalb haben wir da wieder Holz als Abstandshalte. Welche Ersatzteilnummer hat das Ding? Ich schreibe da eine drauf. Ach, schreibst du eine drauf? Gut, ja. Die brennen wir neu. Soeben noch die Info bekommen, dass wir im nächsten Camp kein Internet haben. Das heißt, wir können zwar filmen, aber nichts uploaden. Daher das nächste Video kommt später. Wann, weiß ich nicht. Daher schaut immer wieder vorbei oder abonniert den Kanal, dann solltet ihr einen Hinweis bekommen. Also das mit der Reparatur scheint da kein Problem zu sein. Ich habe da mit dem Teammitglied vorher gesprochen, die sagen, klar, können wir reparieren, kein Problem. Okay, wenn man so einen Truck hat, sollte die Reparatur wirklich möglich sein. Unser Tag neigt sich langsam zu Ende. Alle Autos haben Service erledigt. Bei Steve sind es noch Kleinigkeiten, die erledigt werden müssen. Bei Dani ebenfalls. Das mit dem Differential, das kommt gut. Dann noch die täglichen Servicearbeiten und dann ist das auch erledigt. Morgen für alle sehr früh raus. Es geht von hier, von Al-Hofuf nach Schubaita. Das sind rund etwa 600 Kilometer für uns Service. Das heißt früh los und viel fahren. Aber wir haben gute Stimmung im Service-LKW. Alle drei können fahren. Wir wechseln uns ab. Das macht super Spaß. Ich hoffe, das Video war für euch wieder spannend. Wenn ja, hinterlasst doch ein Like. Fragen wie immer gerne in die Kommentare. Und wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere bitte unseren Kanal. Wir wünschen euch eine gute Zeit und wir sehen uns morgen auf der Reise nach Schubaita. Besten Dank.